Herzlich willkommen zu einem neuen Stadtgespräch Böblingen. Wir sind wieder zu Gast in der Motorworld auf dem Flugfeld Böblingen-Sindelfingen und ich freue mich sehr, dass Dietmar Ludwig heute unser Gesprächspartner ist. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Ja, Herr Ludwig, wo fangen wir an? Also fallen wir mit der Tür ins Haus. Sie gehören zum Weißen Ballett. Was ist das? Ja, ich gehöre zum Weißen Ballett, genau. Ich gehöre zum Vorstandsteam des Weißen Balletts, bin dort erster Vorsitzender. Und das Weiße Ballett ist ein gemeinnütziger Verein, der sich die Aufgabe gemacht hat, über soziale Projekte, über Events Spendengelder zu generieren und diese dann an bedürftige Menschen weiterzugeben. Jetzt ist der Name ja an sich schon mal ungewöhnlich. Es gibt einen sehr berühmten Fußballverein, der sich auch Weißes Ballett nennt. Gibt es da einen Zusammenhang? Definitiv. Ja. Also die Idee des Weißen Balletts ist eigentlich aus einem Fußballernetzwerk entstanden, kann man sagen. Viele unserer Gönner und Unterstützer sind auch ehemalige Fußballer. Und wir haben früher, als die aktive Laufbahn irgendwann mal zu Ende war, gesagt, komm, wir machen das ein oder andere Hobbyturnier. Und bei Hobbyturnieren ist es eben so, da gibt man sich einen Namen. Und wir haben damals gesagt, komm, wir nennen uns das Weiße Ballett. Ganz bescheiden. Ganz bescheiden, genau. Und hatten zwar schwarze Trikots, aber wir haben uns das Weiße Ballett genannt. Und daraus ist dann eben auch mal ein Turniersieg entstanden. Und so ist auch das erste Preisgeld dann in unsere Kasse geflossen. Und früher als Jugendspieler hat man das Geld gleich eingesetzt in Form von Getränken oder sonstigen Dingen. Und wir haben dann gesagt, also wir sind eigentlich aus dem Alter raus oder können uns die Getränke selbst finanzieren. Und wir haben dann gesagt, komm, lass es uns spenden. Und wir hatten damals eigentlich einen direkten Bezug auch zu einer Person, die nach Tansania einen Kontakt hatte zu Waisenkindern. Und wir haben gesagt, komm, wir spenden das Geld an die Waisenkinder. Wir haben damals auch einen Satz Trikots gewonnen, also einen kompletten Satz Trikots für eine ganze Fußballmannschaft. Und den haben wir gleich mitgeschickt. Diese Trikots und auch ein Spielball war dabei, wurden übergeben. Eine Woche später haben wir Bilder bekommen von den Waisenkindern. Mit unseren Trikots haben sie voller Freude Fußball gespielt und das hat unser Herz berührt. Und da ist eigentlich der Stein ins Rollen gekommen, kann man sagen. Jetzt müssen wir aber noch aufklären, das Weiße Ballett, das ist eigentlich Real Madrid. Absolut, das ist Real Madrid. Aber wir sind jetzt ein Aidlinger Verein, sagen wir mal, wir sind das Aidlinger Weiße Ballett. Und das Real Madrid, das Heckengeus, oder? Kann man vielleicht auch sagen. Ich habe so noch nie drüber nachgedacht, aber wir haben damals gesagt, wir wollen diesen Gedanken, den guten Zweck zu bedienen, eigentlich weitertreiben. Und das Ganze ist ja dann immer größer, immer weiter, immer mehr geworden. Aber wir haben gesagt, wir lassen den Namen einfach, so ist es entstanden. Und wir werden oft gefragt, wie der Name zustande kommt, aber wir erklären es gerne, ist kein Thema. Ja, also ich denke ja mal, das entsteht dann halt, wenn man bei so einem Turnier ist und ein bisschen frotzelt und Spaß hat. Sie haben gesagt, das ist hervorgegangen aus vor allen Dingen so Fußballbekanntschaften. Sie selber haben auch gespielt, oder? Ich habe selber auch aktiv Fußball gespielt, genau. Ich war unter anderem beim TV Darmsheim oder beim TSV Hildritzhausen aktiv. Habe dann aber recht früh aufgehört mit meiner aktiven Laufbahn, weil einfach der Beruf Priorität hatte bei mir. Und im Vorstand bzw. bei den Mitgliedern, gibt es da weitere Fußballer? Definitiv. Also wir sind im Vorstandsteam, sind wir 10 Personen. Also das ist eigentlich der Kern. Wir übernehmen so die Hauptkoordination des Vereins, aber wir haben aktuell 205 Mitglieder im Verein und davon sind einige auch frühere Fußballer mit drin, sogar Ex-Profis, die früher auch ihr Geld mit dem Fußballspielen verdient haben und Jetzt wollen wir natürlich Namen hören. Ja, zum Beispiel der Ralf Allgäuer ist bei uns im Mitgliederkreis, der uns aber auch, ich sag mal, nicht nur als Mitglied unterstützt, sondern einfach auch aktiv dabei ist. Also wir hatten jetzt erst unser Fußballcamp, das wir jedes Jahr durchführen für Kinder in Aidlingen. Und da ist der Ralf Allgäuer als Ex-Profi auch immer dabei und ja, betreut die Kinder mit und das ist natürlich eine tolle Sache. Klar, und so ein Netzwerk hilft natürlich. Eine Tür öffnet die nächste. Definitiv. Das war auch immer unser Credo. Früher schon haben wir gesagt, wir haben einfach aufgrund der Tatsache, wenn man Fußball spielt, jeder Fußballer weiß es oder jeder, der im Verein tätig ist, das Netzwerk ist sehr groß in dem Moment. Man lernt viele Menschen kennen und wir haben immer gesagt, das Netzwerk hat so viel Potenzial, weil einfach so viele unterschiedliche Menschen drin sind, Unternehmer, unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen. Und dann eben noch der Gedanke, das Gemeinsame, da ist viel Potenzial drin. Deswegen haben wir immer gesagt, wir müssen das Potenzial eigentlich so gut es geht nutzen, soweit wir das können im Privaten. Und ihr trefft euch auch noch regelmäßig zum Kicken oder ist das jetzt mittlerweile nicht mehr so im Vordergrund? Doch, wir treffen uns nach wie vor regelmäßig zum Kicken. Ich muss da leider passen. Bei mir hat sich eine Knieverletzung eingeschlichen, die leider nicht mehr erlaubt, Fußball zu spielen. Aber es sind noch einige dabei, die sich regelmäßig treffen. Naja, man braucht ja auch Schiedsrichter und Trainer und Betreuer und einen, der das Trikot dann wäscht. Meine Damen und Herren, bis hierher
Das war das Weiße Ballett mit Dietmar Ludwig. Sie werden nach einer ganz kurzen Pause viel mehr davon erfahren, vor allen Dingen auch, wie Sie vielleicht selbst helfen können. Bleiben Sie dran. Regio TV. Willkommen zurück zum Stadtgespräch Böblingen. Heute mit Dietmar Ludwig. Er ist Vorsitzender des Vereins Weißes Ballett in Aidlingen. Wir haben jetzt gerade schon einiges gehört, wie ihr euch zusammenfindet, was das Weiße Ballett ist. Aber letztendlich, der Name steht ja auch vor allen Dingen für Hilfsaktionen, für Unterstützungsaktionen. Tansania, haben wir schon gehört, war am Anfang ein Ziel für eine Spende. Was macht ihr heute sonst noch? Tatsächlich ist es bei uns so, dass Tansania immer noch ein Thema ist, zwar nicht in der gleichen Region, sondern geht jetzt um ein Dorf, zu dem wir eine Art Partnerschaft aufgebaut haben. Ich muss mal grundsätzlich erwähnen, uns ist wichtig, dass wir möglichst einen direkten Bezug haben zu den Organisationen, an die wir Geld spenden. Und ideal ist natürlich, wenn Mitglieder oder auch Vertreter aus dem Vorstand direkten Bezug haben. Und wir haben ein Mitglied bei uns, der das Dorf sehr, sehr gut kennt, weil er schon mehrfach dort war. Und das Dorf in Tansania am Fuße der Pari Mountains gehört zu Sami, zu der Sami-Region. Da haben wir in der Vergangenheit schon ein bisschen was gemacht. Da haben wir zum Beispiel vor 4 Jahren ein Schuldach erneuert von einer Schule, bei der das Dach undicht war. Also da hat es reingeregnet. Das ist eine Schule für 180 Kinder ungefähr. Und da haben wir eben Geld gespendet, um das Dach erneuern zu können. Und der ganze Umbau und die Erneuerung des Dachs wurde auch begleitet von unserem Mitglied im Weißen Ballett. Und das ist eigentlich eine tolle Geschichte. Ja, das ist toll, weil das garantiert ja natürlich auch, dass das Geld genau dort ankommt, wo es hin soll, oder? Absolut, richtig, genau. Der hat sogar das Geld dabei gehabt, war, ist mit den Einwohnern von dem Dorf in Tansania zum Baumarkt gefahren, hat das Zeug eingekauft und hat geholfen, das Dach aufzubauen. Großartig. Jetzt fehlte eigentlich nur noch das Einweihungsspiel in Tansania, oder? Definitiv, genau. Es geht auch weiter. Also wir haben jetzt gerade mit diesem Dorf einen weiteren Plan. Ich hatte es vorhin erwähnt, das Fußballcamp dieses Jahr durchgeführt. Wir haben gesagt, alle Einnahmen des Fußballcamps plus Sponsorengelder werden wir einsetzen für die Erneuerung der sanitären Anlagen dieser Schule. Es sind ungefähr 190 Kinder in der Schule plus Kinder von der Kita, also 190. Und ich habe Bilder gesehen der sanitären Anlagen, wie die heute aussehen. Ich glaube, die haben den Namen nicht mal verdient, sanitäre Anlagen. Also da ist kein Abwassersystem, da gibt es kein Waschbecken, wo man sich die Hände waschen kann. Und wenn man mal überlegt, auch sag mal, Mädchen, jüngere Damen, die heranwachsen, die wollen auch ihre Privatsphäre haben, wenn sie mal auf die Toilette müssen. Und das ist wirklich unglaublich, was da gerade herrscht an Hygiene und Privatsphäre. Und wir haben gesagt, dass wir das gerne unterstützen wollen. Und wir bauen dort wahrscheinlich dieses Jahr noch, es gibt schon Projektpläne, die sanitären Anlagen neu mit Abwassersystem, mit Waschbecken zum Händewaschen. Toll. Aber das ist nicht das Einzige. Ihr unterstützt nicht nur Hilfsprojekte oder Partnerprojekte in Tansania, sondern ihr seid auch hier vor Ort. Absolut, genau. Wir versuchen sowieso grundsätzlich, wir haben ja von den über 200.000 Euro, die wir bisher gespendet haben, haben wir an über 60 Organisationen gespendet. Und die teilen sich auf in regionale Organisationen, aber auch überregional. Also wir versuchen da auch immer einen guten Mix hinzubekommen. Und für uns ist auch ganz wichtig, dass wir einen großen Fokus darauf legen, wo das Geld wirklich hingeht. Wir möchten nicht, dass Geld verloren geht auf der Strecke, bis es zum Ziel kommt durch administrative Themen. Genau. Deswegen auch am liebsten der direkte Bezug. Wir haben Projekte, die wir jedes Jahr durchführen als Beispiel, zum Beispiel das Fußballcamp, aber auch wir haben einen Adventskalender, den wir jetzt schon 8-mal erstellt haben. Immer zur Adventszeit ein Kalender, den man käuflich erwerben kann. Das ist eigentlich unser Paradeprojekt, das eigentlich vom Aufwand, Nutzen top ist. Also das bringt uns immer, also wir verkaufen immer locker 1.000 Exemplare à 12 Euro. Also es sind immer auf Anschlag 12.000, 13.000 Euro, die da in die Spendenkasse kommen. Und wir versuchen gerade auch da, die Spendenziele aufzuteilen. Wir werden dieses Mal an den Hospizverein Döbling-Sindelfingen einen Teil spenden. Circa 6.000 Euro werden das nachher sein. Werden aber auch wieder überregional Geld spenden für den Bau von Schulen in Entwicklungsländern. Und das bringen Mitglieder die Vorschläge mit und sagen, ich habe da was gehört oder ich kenne da jemand oder etwas. Ganz genau. Eine Organisation. Ja. Wir sind das Charity-Netzwerk, das Freude und Freunde macht. Mhm. Und, wie verteilt ihr das dann? Also der Vorstand entscheidet das oder gibt es da eine Mitgliederbefragung oder muss man Pitch machen und sagen,
Wir stellen jetzt mal einzelne Projekte und Organisationen vor und dann entscheiden wir. Wer macht das? Das machen wir gemeinsam mit den Mitgliedern. Also wir haben immer ein offenes Ohr für unsere Mitglieder, möchten auch gerne unsere Mitglieder einbeziehen, auch in die Projekte. Und so ist es auch beim Finden der Spendenziele. Also wir haben zum Beispiel in diesem Jahr, wir machen das jedes Jahr, dass wir immer einen bestimmten Betrag freigeben und sagen, so liebe Mitglieder, macht Vorschläge, wo soll das Geld hingehen? Und wir stimmen dann gemeinsam ab, wo es hingehen soll und wie die Verteilung aussehen soll. Und dieses Jahr, da wir jetzt 10 Jahre Jubiläum haben in diesem Jahr, wir haben 2013 gegründet, haben wir 15.000 Euro freigegeben und haben gesagt, jetzt kommt bitte mit Vorschlägen, liebe Mitglieder. Davon sind, ich glaube, 25 Vorschläge eingegangen. Wir haben am Ende 10 ausgewählt in der Endausscheidung. Und aktuell läuft auch noch eine Online-Abstimmung, wo im Prinzip jeder abstimmen kann und entscheiden kann, wie die 15.000 Euro verteilt werden. Die Internetadresse haben wir ja schon eingeblendet. Da kann sich jeder dann auch direkt an Sie wenden. Wenn jetzt jemand Lust hat und sagt, naja, Kicken ist jetzt nicht so mein Ding, aber ich würde da gerne unterstützen, ich wäre gern Teil des Netzwerkes. Kann man das sein? Kann man da dazukommen? Definitiv. Unsere Türen sind immer offen. Wir freuen uns über jeden, der dazukommt. Für nur 12 Euro im Jahr kann man bei uns Mitglied werden. Das heißt 1 Euro pro Monat. Und dann gehört man zu der Gemeinschaft, von der im Übrigen aus unserer Sicht nicht nur die bedürftigen Menschen profitieren. Das ist natürlich unser vordergründiges Ziel. Aber uns ist auch wichtig, dass wir eine Gemeinschaft haben, dass Menschen auch von anderen Menschen profitieren können. Einfach Erfahrungsaustausch zu haben oder auch Sponsoren eine Plattform zu bieten, sich präsentieren zu können und einfach Gutes zu tun und darüber reden zu dürfen. Wunderbar, das klingt klasse. Und ich wünsche, dass jetzt nach dieser Sendung noch mal eine ganze Menge Leute mehr in dieses Netzwerk kommen möchten. Meine Damen und Herren, das war heute das Stadtgespräch Böblingen mit Dietmar Ludwig vom Weißen Ballett Eidlingen. Schönen Abend noch.